So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Grün. Ja. Immer noch im Team Shocket HQ. Und dann irgendwas. Yay, Professor Eis Pokémon. Die geklaut wurden. Alle wieder. Oh, hier glitzert was. Was haben wir denn hier? Das ist ja irgendwie das Zerr, wie praktisch. Hey, wir haben die Buchstaben. Die Maike findet E. Oh, geil. Maike findet Zerr. Jetzt haben wir E Zerr. Oder Zerre. Ja. Ne, Zähre. Okay. Und schon haben wir... Was ist denn diese komische... Creepy-Ding? Das ist ja was gut, das ist Buchstaben-Pokémon, das ist ja schon mal... Ja, das sieht aus wie ein paar Pixel... Das können wir nicht... Wow! Oh mein Gott! Das hat irgendwie die Form von so einem richtig großen... Oh, das fliegt aber ab! Kann ich nicht. Oh, wo ist es schon? Das hat sich in der... Alter! Boah! Wo kommen sie denn mir? Achso, das ist die... Nee, Moment mal, irgendwas zu sagen. Nein, das hat so getan. Wieso hast du das befreit? Ja, Mann, ich bin was ist das für ein Fehler? Verdammt, ich muss es unbedingt wieder einfangen. Was, wenn es sich an der Küste dieser, einer Insel versteckt oder dort eigentlich ein Fehler? Alter, Vater, nein, er kommt zunächst. Oder am Ende sogar über Level 100. Was ist das für ein Fehler, das wir mal zu erschaffen? Ja, aber eines, das unter unserer Kontrolle steht, aber das ist eh... Jetzt wirst du ein bisschen woher kommt. Bald haben wir es gefangen, geil, bist ja du dran. Und bist du kannst fangen wir auch. Mit dem Pokémon holen wir uns erneut den Zeremonie. Ja, dann wird der Pokémon perfekt, wenn es wird uns geholfen. Du hast keinen Kopf. Und wieder weg. Mach. Ja, ich muss mich sagen, wenn ich will, ich muss mich auch vorher mal probieren. Nicht aus. Und jetzt? Die Dunkeltreppe runterzugehen, ist echt keine so gute Idee. Aber ich bin gerade auf Blitz verloren. Das geht und ich war wohl noch mal zu sein. Das soll ich jetzt ja nicht zurück. Ich glaube, auch irgendwas. Ja, geh nochmal hoch. Okay. Und was jetzt mit dem Zerr? Sie hat nur gesagt, das geht und ja. Genau, deswegen wollte ich einfach vorlegen. Okay. Kannst du ja einsetzen. Maike kombiniert sehr mit VM Zerschneider. Und VM ja. Schneider. Okay, Fusion H. Wie Schneider von Tsubasa. Keine Ahnung, Schneider. Karl-Heinz Schneider. Ich denke leider mal an unsere eklige Biolehrerin. Wollen wir die erzählen? Deine Biolehrerin. Nee, die war das. Das war die abartigste Lehrerin, die ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt stellt euch das noch abartiger vor. Entschuldigung, ich war gerade geistig abwesend. Ja, dann Frau Schneider gedacht. Na, reiß dich manchmal an. Geil, ey. Wie die Titten einfach so im Winter als Schal verwendet haben. Ja. Mann, die Frau hat in ihrem BH an. Ja. Und sie hat ihn dringend nötig, sag ich mal so einfach. Sie sah aus wie ein Mann. Ja. Ein hässlicher Mann. Ja. Ja, mit einem schönen Mann hätte Colin vielleicht noch was angefangen. Ja. Hätte seine Yaoi hätte. Er hätte was anfangen können. Aber damit nicht, nee. Die Meister hat gehört nur ihr. Ey, immer hat sie Volleyball mit dem Kopf gespielt. Ja. Dafür war er sinnvoll. Hä? Sie kann auch laufen. Tim ist immer der Ja, ich bin zu faul irgendwie gerade. Ups. Du musst ja nicht laufen, sie läuft ja für dich. Los, lauf, ja. Lauf, Horus, lauf! Naja. Was wird das? Ich wollte die Peitschen-App raushören. Aha. Wen willst du auspeitschen? So, lauf! Auf diese Spielchen stehst du also. Interessant. Ja, hey, komm hier in die Höhle, ich freue mich schon. Komm, erstes Pokémon. Die Nahrungsapp. Naja, muss ich nicht. Oh nein! Das ist normal. Das ist so ein Fake-Yeah. Mein Gott, ey. Ich lehne mich jetzt mal zurück und dann wird es hier richtig eng bei uns. Ich mag es außen zu sitzen. Kannst du sowas nicht weniger schwul sein? Nee, dann wird es nicht so witzig. Ich glaube auch, du musst hoch. Muss ich da hoch? Sicher? Nein, ich glaube es. Ja, könntest recht mit haben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt eh zurück. Sonst haben wir auch hier noch am Einsiedler. Wir müssen wahrscheinlich erstmal das E und so zurückbringen. Genau. Oder wir müssen zurück. Und ja. Schillock fliegt genau. Die Leiter hoch. Verdammt! Sicher? Ja. Warum? Weil Komm, noch ein drittes. Also nee, ich gehe jetzt schnellstmöglich raus. Einer geht noch. Sonst müssen wir zu Bett. Prolog-Spiele. Zu was habe ich in meinem Leben genug gesehen. Naja. Ich glaube, das ist doch echt das Pokémon, das man fast am häufigsten gesehen hat. Komischerweise kenne ich in der Zubat-Höhle keine Zubats. Okay, das ist eklig.
Okay. Okay, das müssen wir fangen. Das müssen wir einfach fangen. Auf jeden Fall. Das ist Pi, ne? Und das andere ist Funpier. Ja, steht auch im Namen. Funpier. Werfer noch Bälle. Funpier und Pi machen, wonach es aussieht. Ah, sehr schön, sehr schön. Werf jetzt einfach einen Ball. Selbst gesagt, ja. Das muss jetzt. Jetzt. Den Meisterball? Nein. Was? Warum nicht? Nee. Oh, den könnte ich tatsächlich auch. Ob nur Superball. Garantiert, meistens. Schön. Das ist ein Pokémon in eine kleine Kugel. Garantiert, meistens. Sehr schön. Ja, das tat. Effektiver als Superball. Superball tut's auch, ne? Oh, what the fuck? Der Ball explodiert im Versuch, zwei Pokémon auf einmal zu fangen. Oh, schade. Oh. Toll, das heißt, wir können die beiden fickenden Bros da nicht einfangen. Nee, voll nicht doof. Nein! Das ist auch unfair. Schade, ich hätte gerne Funpi und Pi. Ich wollte gerne zwei Pokémon auf einmal. Der sieht doch richtig toll aus. Was haben sie denn getan? Ja. Colin, weißt du, das erklärt die Bena. Sie haben das gemacht, was du mit den Feuerwehren machst. Das glaube ich, wenn ich das ich ihnen das erkläre, das sagst du mit dir. Was mit den Feuerwehren mache? Feuerwehrmänner. Auch mit den Feuerwehrmännern. Bär! Ja, Feuer. Das ist so eine Mücke. Nee, es war ein bisschen größer. Ich sehe einen Typ auf dem Baumstamm dann fliegen. Oh nein. Das ist nicht. Oh nein, Mama. Warte. Steffen, schon da kommen wir doch gerade. Ja, wo willst du denn sonst? Hab ich ja vorhin die ganze Zeit gesagt, die Leiter hoch, Junge. Ja, warum da hoch? Kamen wir von da? Ja. Sicher, hier hinten ist ein Baum, den will ich zerschneiden. Hier ist das Mutant. Du musst auch irgendwem erstmal Zerschneider beibringen. Ja, mach ich gleich. Den da? Das war von Anfang an so geplant von mir. Ich kann nichts sehen. Ich kann ihn lesen. Immer dieses komische ich Wulpix, gar nicht. Das Wulpix-Geo, was kann, glaube ich, nicht seinen Kopf nach oben tun, weil es da so hinten ein Stein hat. Schweine können den Himmel nicht sehen. Ja, der ist okay. Warum? Weil die keinen Nacken haben, oder? Ist anatomisch nicht möglich für Schweine. Außer das Schwein legt sich auf den Rücken. Genau, ich glaub, dann das fragen. Nee, dann kannst du geradeaus gucken. Scheiße! Ah, rettet mich! Tötet mich! Ja. Der arme Schwarze. Du, Barry Roll. Ja. Was machst du jetzt in der Hinterstelle? Er setzt sich in so einen Krater. Ein bisschen rumlaufen und laufen. Hör bloß nie auf mich, Steffen. Nee, mach ich auch nicht. Ich mach jetzt die Folge zu Ende und dann kannst du nächste Folge dahin laufen. Nee, ich mach das garantiert. Ey, da liegt ein Ball ganz links. Das ist gut. Boah, leckt gerade voll. Genau für diesen Ball ist Steffen extra zurückgekommen. Ja, ein Sonderbonbon. Hallo, hat sich voll gelohnt. In der Zeit hättest du so viele Pokémon ziehen können, du wärst schneller aufgelaufen. Ja. In dieser Folge macht sich unsere junge, mutige Heldin auf. Weiter, ich keine Ahnung, wie ruhig du dich das hier nackt und weiter. Wie der Stimme liert. So, jetzt gehe ich hier lang, oder nicht? Dann hier einfach nach oben. Und da hast du dich verfahren. Okay. Verfahren? Ich weiß noch genau, wo ich bin. Ja, im Grasen. Hallo, du sexy Chanera. Wie fühlt sich wohl so eine Chanera? Oh, Bene, meine Fresse. Chanera ist ein Ei. Immerhin sind Chaneras immer weiß. Zwei Chanera nebeneinander. Bene findet bestimmt das einzig männliche Existente. Es gibt gar keins. Das Bene findet es trotzdem hier im Manga für mich so sinnlos. Was? Der Kumanda ist doch! Aber es gibt männliche Gardevoirs, das ist irgendwie ekelhaft. So, jetzt ja, sind wir das ist neuen Gebiet. Ein bisschen komisch. Was denn? Gardevoirs. Es gibt männliche Gardevoirs. Was ist das? Das ist so ein Pokémon, das sieht aus wie eine Frau. Komm, dann. Autsch. Und wenn es sich mega entwickelt hat, ist es ein Hochzeitskleid an. Autsch. Und das Wedding kann nicht sein. Ja, und vielleicht, so ist halt, vielleicht ist es halt männlich und steht auf solche Sachen. Ja, ganz Dressing. Viele schwule Gardevoirs. Nicht schlecht, oder? Es gibt nur männliche Tauros. So, mal schauen, wo wir hier landen. Wie fährt sie sich überhaupt vor? Mit Tito. Ich schätze mal mit Mülltau. Ah, okay. Vielleicht auch untereinander. Wir haben noch eine Karte, da bin ich gerade mal mitgekommen. Vielleicht so wie bei Jurassic Park sind plötzlich welche Weibchen oder was kann man Frosche und so. Ja, gucke Colin, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hab's dir doch gesagt. Das war nur Zufall. Ui. Ja, auf dem anderen Weg wären wir auch da angekommen. Ja, aber nicht hier, bam. So geht's auf jeden Fall schneller. Oha. So, Moment, erstmal ins Pokémon Center. Ganz ja, oh. Nein! Die Polizisten, Scheiße! Ja, da willst du gleich nicht hingehen. Da kommst du nicht, du. Aber hier die hätte ich auch nicht noch mal Bock, ey. Ey, guck mal, jetzt hauen wir eine Tür. Cool. Oh ja. Und ist aber da auch noch Klose drin? Geht mal hier. Nee, da ist ein Pokémon Center. Auf jeden Fall. Ja, ist das Haus.
Früher habe ich auf dem Land gelebt, manchmal vermisse ich die Zeiten, aber hier ist es keiner. Hier gibt's Discos und Discos, Alter! Ja, das ist einer von denen aus dem Abstore. Ja, ganz klar. Bei uns in der Gegend, da gibt es ganz viele alte Leute, die feiern nachts immer in der Apotheke mit den ganzen Mitteln. Genau. Schmeißt die Pille immer noch einer von uns. Die ist immer nachts mit Gittern abgeschmiert. Scheiße, das ist doch kein Pokémon da. Ja, da hat sich das jetzt voll verpasst, ey. Ach, der Welle ja Drogen verträgt mit Pokémon-Drogen. Ah. Das heißt, du musst ins Kaufhaus fahren. Den komischen Tower. Ui. Der Tower. Na hallo, ich bin der Attackenhelfer, na? So, guten Schlag vergessen. Ganz ehrlich, der... Willst du einen guten Schlag haben? Hey, geil, irgendeine Attacke einfach oder was? Warte, ich muss mal Konto. Wahnsinn! Gut, ich bin hier ganz bestimmt richtig, das weiß ich ganz genau. Hier sind ja Polizisten. Ja. Das ist voll, oh, kannst du nicht da vorbei sein? Ja. Yeah. Und dann nach oben ins Pokémon-Center. Was ist denn das für eine Pille? Das ist, waren wir hier schon? Hier erstmal ins Pokémon-Center. Meeresforschung. Ja, wo waren wir da schon drin? Ich kann mich hier... Alter, ich weiß es nicht. Toll, die Polizisten sind so schlau. Man muss kein Pokémon nehmen, um ständig im Pokémon-Center abzuhängen. Den hab ich. Zum Beispiel einfach. Zu Hause. Achso, ja, wir sind auf jeden Fall wieder hier. Ach ja. Sie heilt gerade die Pokémon. Mhm, alles klar. Aber die sind in der Maschine gelandet. Das ist doch nicht. Und sie hat ihre Kleidung bei mir. So, einmal kurz speichern. Immer noch ein bisschen. Speichern? Speichern ist immer eine schlechte Idee. Ich hab vergessen zu speichern, ich hab nur... Ich hab auch nie im Pokémon Rot gespeichert. Was hast du denn? Als Kind. Das hast du gar nicht. Ah, ja, das geht, ne? Ich war ganz schön auf dem Betania Wald. Ich hab meine... Oh, der hat mir alle von den Kubis. Verdammt. Machst du sehr schön. Ich weiß. Das ist der ja, geh mal zu ihm. Nee, nee, das war ein anderer. Achso, stimmt, das war ja sein Kollege. Der war aber auch, glaube ich, geil. Oh, ein BTF, wo ist denn der her? Ein BTF-Ball. Ein Pokémon-Ball, ja. Gibt dann auch Celebis Leiche. Ah. Irgendwo. Kann gut sein. Bestimmt. Das sind weiter rum. Oder das wurde dann abgetragen von irgendwelchen Käfer-Pokémon. Da warst du eigentlich, wenn du nach rechts... Naja, Käfer-Pokémon kennt die Celebi ganz schön. Jo. Nee, ja, wieder gerne. Schlock rein. Wollen wir noch was anderes geben? Nee, nee. Warum nicht? Hallo, Schlock. Geben wir Maike ihn. Oh. Was wäre passiert, hätten wir ihm ein Fun P.O.P. gegeben? Oh. Ein Flottenbrecher. Der hätten beide geweint. Der hat mich verarscht. Ja, und jetzt kommt der Fünftauchsitz-Belohnung. Das ist aber ein langweiliges Tauchsi. Warum killst du es nicht? Weil es langweilig. Weil es das nicht verdient hat. Doch, wenn wir hier schon mal gerade sind... Geht's in die Ecke. Können wir uns auch direkt mal hier kurz umgucken. Da geht's noch weiter. Ja. Da ist nichts. Schauen wir doch mal, was genau hier so ist. Na, das ist ein Visor. Hallo. Ja, es gibt keine wilden Visor. Die gibt's nur bei Mediamarkt. Und bei eBay. Ja. Alter, und bei eBay günstiger. Ah. Die suchen echt überall noch mehr. Alles klar, man kann nur an eine Stelle gehen. Aber dass der Typ darin gedacht hat, dass man da auch rein geht. Ja. Ich doch das Spiel dazu machen. Ah, die Tiki-Topsi! Yeah! Modern, modern. Oder das mit deinem Gras. Die Bäume wachsen ganz schön schnell da. Ja, und Kraut. Das vergeht halt nicht. Yeah! Also, nein, das kann ich alles mal wegnehmen. Deswegen auch ein ganz kurzes Buch von Bena. Hallo. Oh, das ist der Spacki. Oh, Blauchheim. Heißt so. Labor. Darf man jetzt wieder als normaler Trainer spielen? Tja. Oh, hallo. Und da ist Gary. Gary. Wen, ne? Bin ich Gary? Achso. Hey, meine Bohnen, wir sind zurück. Wer bist du? Und was suchst du hier? Der Arme. Hoffnungslos. Gib ihm einfach seine Ehe und lass uns von hier verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Aber was ist mit dem Pokémon? Das ist zwar... Keine Ahnung, ist es eher, glaube ich, Maike gewesen. Oh, hast du nicht gewusst, dass Asuka und ich bereits welche gekauft haben? Ach so. Wie jetzt? Heißt das eine ganze... Das ist immer noch
das ist aber doch nicht der Hauptsatz. Was, die Jaska? So direkt würde ich es nicht sagen. Nee, Maike. Aber... die Jaska, warum sonst? Na klar, so jetzt halt. Wir nehmen ganz Pokémon-Kram und du und Jaska. Ja, siehst du, das war die ganze Zeit. Professor Eich. Ich gebe mal. Steffen, du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Ich hab echt genug vom Pokémon. Ich mal. Das ist immer noch Maike, die redet. Was? Natürlich ist das Maike, die redet. Da stand gerade du und Aska. Das kann nicht Maike sein. Ja doch, sie redet doch mit Gary und Aska. Weil du bist doch Maike. Weil du erstmal Aska warst und dann hast du ja Maike gespielt. Bam! Verdammt. Hart, aber fair. So. Ich schau mich mal eine andere an, ich bin nicht mehr. Okay. Okay, geht das jetzt in die Luft oder was? Ja. Anschiss. What the fuck? Sie ist tot? Ne, jetzt sind wir wieder Maike. Ja, das ist ein anderes Kopf. Aska. Meine ja. Bisasam. Wir haben Bisasam. Was für ein Scheiß. Alter. Wollten wir überhaupt Bisasam? Ja. Natürlich. Bisasam. Okay, das Spiel beginnt. Ja. Alles klar, dann fangen wir mal an. Geht das jetzt noch anders? Hey Aska, Maike will, dass ich dir ihre Pokémon und Items gebe. Azuka hält diverses nutzloses Zeug. Aska, bitte. Aska. Azuka. So. Die Pokémon von Maike wurden auf die Box transferiert. Oh, passt doch. Ich muss dann jetzt auch wieder. Wenn Eiche zu lange anhält, das fängt er wieder an. So weit. Das hab ich von SpongeBob. Ja, haben wir auch. Rein. Das ist gut. Maike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Okay. Ich kann dir dabei leider nicht helfen, aber ich könnte was im Radio gehört haben. Aber ich habe was im Radio gehört, das wäre ja. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegelstraße gesichert. Gesichtet. Vielleicht ist das ja dieses Pokémon. Naja, viel Glück. Also wir müssen jetzt alle Orden kriegen. Ja. Scheiße. Was du von ihr die gesprungen sind. Da wird ein Telefon. Und geh gleich nochmal zu Professor Eiche. Auf jeden Fall. Wo bin ich? Das ist geil, ne? Er ist eben alt und senil, das ist nicht seine Schuld. Genau, ist immer noch. So, Schillock, bewegen, nehmen wir mit. Beweg dich, Schillock. Ja, wieder Samen im Arsch. Ja, aber... genau wie Glumanda eigentlich. Aber ich finde immer so nutzlose Shiggy mit Level 5, das können wir dann auch da verbannen. Ach nee, verdammt. Oder hatten wir den Vorsitz? Ja, Kleinstein noch dazu. Ich kann auch was reißen mit Finale. Ach, vielleicht taub sie, falls wir mal fliegen kriegen. Ja. Und den Rest kannst du ja sonst wohin packen. Ja. Glumanda, du bist mein Held! Ach, Glumanda, stimmt, das können wir nochmal opfern. Ah ja, Glumanda, du bist mein Held! So heißt das? Ja! Was sollte das? Oh mein Gott! Die erste... keine Ahnung, Action. Das schon gekippt. Die erste Arena fängt jetzt mit Level 20 an. Nee, die müssen jetzt mit Level 10 so anfangen. Und hey, warum sind deine Pokémon so stark, Bushida? Bushida? Es ist ja nicht so, als ob du die bis 100 trainieren könntest, doch bevor du in die erste Arena gehst. Aber hey, das ist doch voll unfair. So, dann ja, das ist ein Hobby los. Also von der Zeit her kommt es, glaube ich, mal wieder recht gut. Ich glaube, wir haben überzogen. Etwas überzogen, aber das macht nichts. Ist jetzt ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Moment, dann machen wir Schluss. Komm, ruh dich ein wenig aus, mein Kind. Okay, die Mutter ist transsexuell. Ja, genau. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.